Hallo zusammen, schön seid ihr wieder dabei. Im heutigen Video zeichnen wir jetzt ein Gesicht mit Augen und dann werden wir die Pupillen der Augen mit dem Mauszeiger verbinden, so dass die Augen immer dem Mauszeiger folgen. Ja, also wir sind jetzt hier im HTML, wir können gleich loslegen. Ich werde jetzt das Gesicht zeichnen, also wir werden jetzt ein Gesicht zeichnen, eine Klasse Gesicht und da werden wir gleich mal zwei Augen einbauen. Hier und zwei Pupillen. Ich werde es jetzt einfach Eye nennen. Und dann werde ich das duplizieren. Und das ist dann, ja, das Gesicht. Es ist das Gesicht mit Augen und die haben zwei Pupillen. Ich lasse sie jetzt als Eye drin. Danach müsst ihr einfach noch schauen, dass ihr den Style-Sheet verlinkt und auch das JavaScript. Und hier immer schön schauen, dass ihr das Ganze als Defer definiert, wenn ihr es oben im Head-Bereich drin habt. Denn Defer ist der Befehl, dass dieses JavaScript erst am Schluss geladen wird, weil sonst müsst ihr das JavaScript hier unten am Schluss vom Body einbauen. Ja, einfach das noch als kurze Warnung für eine mögliche Fehlerquelle. Und jetzt können wir also das Gesicht zeichnen. Also ich habe einfach mal Margin, Padding, Border Box eingebaut. Danach kann ich mit dem Body hier das Ganze mal zentrieren. Ich werde das wieder mit Min Height machen, 100 VH. Und dann werde ich eine Hintergrundfarbe von Blue Violett nehmen. Und jetzt können wir das Gesicht machen. Da ist alles Position relativ. Wir machen das Ganze Width mit 300 Pixel. Height 300 Pixel. Und dann werde ich ihm jetzt einen Background Color geben. Und damit es ein bisschen hübsch aussieht, habe ich mir jetzt mit RGB was gebaut. 255, 245, 4 zu 0.9, damit es nicht so hart ist. Jetzt haben wir mal ein Viereck, das ist natürlich noch ein komisches Gesicht. Dann runden wir das Ganze aus. Border Radius 50%. Dann hätten wir das Ganze jetzt. 50% natürlich. Danach möchte ich hier natürlich alle Elemente innerhalb vom Gesicht auch noch zentrieren. Also zentriere ich das jetzt auch noch mit Display, Flex, Justify Content Center und allein Item Center. Ja, und danach kann ich also anfangen, den Mund zu zeichnen. Also Gesicht, wir werden hier mit Before arbeiten. Wieder Content gleich leer. Danach werde ich jetzt hier die Position absolut. Dann werde ich die Breite von 150 Pixel nehmen, die Höhe von 70 Pixel, Background Color mache ich jetzt Crimson. Danach möchte ich natürlich die Position von oben, muss natürlich ein bisschen weiter nach unten, weil der Mund ist nicht bei der Nase. Sieht schon viel, viel besser aus. Und jetzt kann ich das Gesicht oder den Mund formen. Das wäre Border, Bottom, Left Radius von 70 Pixel. Und das Ganze kann ich natürlich nochmal machen mit Border, Bottom, Right Radius. Ebenfalls 70 Pixel. Und jetzt hätten wir also den Mund. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video bisher gefallen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und natürlich auch meinem Video ein Like zu geben. Dankeschön. Als nächstes definiere ich die Augen oder die Augenbody. Da ist die Position relativ. Top haben wir jetzt minus 40 Pixel hier und Display ist Flex. Und jetzt können wir die Augen machen, also Augen, Eye.
Und hier haben wir die Position relativ, die Breite von 80 Pixel, die Höhe ebenfalls von 80 Pixel. Dann werde ich Background machen von RGB. Von weiß, so. Danach kann ich Border Radius von 50% geben. Margin von 0 zu 15 Pixel. Und da wir den Display ja definiert haben, muss ich jetzt Display Block noch machen, damit es auch wirklich schön passt. Und ja, jetzt haben wir die Augen mal gemacht. Und jetzt können wir die Pupillen machen. Augen, Eye, Before. Wie immer, Content leer. Position absolut. Top wäre 50%. Left wäre 25 Pixel. Background Color wäre schwarz. Dann habe ich hier die Höhe von 40 Pixel, die Breite von 40 Pixel. Dann möchten wir natürlich das Ganze auch noch wieder abrunden. Border Radius 50%. Und jetzt ist es ein bisschen komisch, wir möchten es ja in der Mitte haben. Also ist es Transform, Translate, minus 50%, minus 50%. Und als nächstes werden wir mit JavaScript die Mausposition mit der Position vom Auge, das wäre ja hier, das da, verbinden und dann so machen, dass es immer wieder automatisch aktualisiert wird. Also, wir müssen nun schauen, ja, wie holen wir die Daten raus vom Browser. Das wäre wie immer Dokument. Dann werde ich jetzt mit dem Query Selector arbeiten. Wir haben ja keine ID, sondern wir werden den Query Selector Body ansprechen, also alles, was innerhalb von diesem Body ist. Und da werden wir das Gleiche dann direkt mit dem @EventListener verknüpfen. Also er soll zuhören, was passiert. Und hier müssen wir natürlich ein Event definieren. Wie ihr jetzt sehen könnt, gibt es eine große Auswahl. Hier wäre jetzt Mouse Move das Richtige. Ich möchte ja die Bewegung der Maus tracken, wie man so schön sagen kann. Und dann soll eine Funktion abgespielt werden. Also hier werde ich jetzt mal das Ganze als Eyeball definieren. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch diese Funktion aufrufen. Funktion Eyeball. Und jetzt können wir mit diesem ganzen Spaß anfangen. Also als erstes müssen wir natürlich die Augen, oder besser gesagt die Pupillen, also diese Eyes hier abfragen. Die werden ja natürlich immer einzeln angesteuert. Also Let Eyes ist ja die Mehrzahl. Document.querySelector all. Es sind ja mehrere als eine. Und hier wäre I. Und jetzt muss ich die trennen. Eyes for each. Und dann haben wir für jedes Auge muss eine Funktion abgespielt werden. Und wie immer, wenn wir mit verschiedenen Klammern arbeiten, müssen wir immer sehr vorsichtig sein, denn wenn eine Klammer falsch gesetzt wird oder gelöscht wird, ja, dann funktioniert die ganze Sache nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir die Position herausfinden von der Maus. Das ist ja mit X und Y machbar. Also X und Y Koordinate haben wir alle in der Schule gehabt. Also let X gleich i Punkt get bounding client rect mit der Klammer
left plus i Punkt client with Duo 2. Und jetzt können wir das Ganze noch mit y machen. Let y top i client height natürlich hier Duo 2. Jetzt werden wir die Gradanzahl definieren. Radian gleich math.addan2 event page x minus x, event page y minus y. Lasst euch jetzt nicht überraschen, weil hier das durchgestrichen ist, bedeutet einfach, dass dieser Befehl dann irgendwann in den nächsten Jahren nicht mehr funktioniert, weil Event ist deprecated, also abgeschafft worden. Aber es funktioniert immer noch, darum verwende ich es jetzt hier in diesem Beispiel. Und jetzt können wir die ganze Drehung machen und dann direkt mit der Transform-Bereich verknüpfen. Let rotate gleich radian mal Klammer 180 Grad durch math p mal minus 1 plus 270. Und das wäre jetzt eigentlich die Berechnung, wie die Augen sich bewegen müssen. Und jetzt muss ich das Ganze wieder mit Transform, also iStyle Transform bewegen. Das wäre dann hier irgendwas. Ja, und wenn ich dann hier Rotate definiert habe mit dieser Formel, dann kann ich die jetzt verknüpfen. Mach das noch schön. Und hier einfach iStyle Transform. Gleich wieder diese eckige Gänsefüßchen hier, diese abgedrehte Gänsefüßchen, bei dem Namen ich nie weiß. Und hier einfach Rotate nehmen. Und dann kann ich hier wieder mit der Funktion oder der Variable arbeiten. Das wäre ja jetzt Rotate Degree. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe das im falschen Ort eingebaut. Natürlich muss alles hier oben sein. So ist euch sicherlich schon aufgefallen. Und wenn ich es jetzt ausprobiere, sollte es eigentlich funktionieren. Also ich bin jetzt mit der Maus hier auf der rechten Seite. Die Augen zeigen aber nach links oben. Und wenn ich jetzt mit der Maus über den Browser-Tab fahre, werden sich die Augen, die Pupillen direkt anpassen. Und wenn ich mich hier bewege, dann seht ihr sehr schön, die Augen drehen sich, je nachdem, wo die Maus sich gerade am Browser befindet. Ja, eine sehr, sehr lustige Sache, um irgendwie eine Seite ein bisschen spielerisch aufzupeppen. Wie gesagt, macht euch nicht fertig wegen diesem Event-Befehl, den ich verwende. Das sollte eigentlich noch die nächsten 4-5 Jahre sicherlich funktionieren. Es gibt ja heute noch bei JavaScript Befehle, die vor 10-15 Jahren abgeschafft worden sind, aber immer noch funktionieren, weil es einfach eine bessere Möglichkeit gibt und irgendwann werden die dann sicherlich ausfallen. Wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare, sonst hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.